Hallo und herzlich willkommen zur Stoic Challenge Dark Souls 3 mit merkwürdigen Seitenthemen. Es wird jetzt in dieser Folge, kann ich direkt mal ankündigen, wird nicht viel passieren inhaltlich. Es wird nicht viel, was das Thema Stoizismus, Meditation angeht, passieren. Ich möchte einfach den, beziehungsweise die, ich habe immer der Dancer gesagt. Es ist aber ja eine Frau Tänzerin. Ich möchte also die Tänzerin des Wintertals jetzt besiegen. Das ist alles nicht schlimm, weil ja der... Das war jetzt nicht schön. Der Kampf gegen die Tänzerin nie scheitert, weil mir das Estus ausgeht. Oh, nein, 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 nein. Oh, wow, 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 wow. Okay, das war knapp. 23.000 Seelen. Was ist denn los? Was? Also ich weiß nicht, was mit meinem Spiel los ist, aber ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt keine Kontrolle über irgendwas. Es ist alles wahnsinnig schwerfällig und zäh. Gut, kann ich jetzt nicht ändern. Ich weiß auch nicht, ob ich da gerade... Also es wirkte so, als wäre ich unter der Tänzerin stecken geblieben. Gut. Der erste Versuch. Mal sehen, ob der zweite besser läuft. Das ist doch nicht. Nein. Okay, also es kann auch sein, dass ich... Ich habe das letztes Mal schon einmal versucht, den Kampf ohne Aufnahme, so wie ich das bei Aldridge gemacht habe, auszuprobieren. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es flüssiger läuft oder schneller reagiert. Deswegen probiere ich es jetzt mal weiterhin so, aber... Es ist mir im Moment unklar, wie das überhaupt funktionieren soll, weil das alles so... schwerfällig an. Huha, okay. Thank you.
Gott. Hä? Was ist denn hier los? Das wirkt, als hätte ich Lag. Okay, Phase 2. Das gibt's doch nicht, Kamera! Es ist doch eine Scheiße! Also, ich habe mittlerweile auch nachgelesen, das ist neben den beiden, da habe ich ja letztes Mal gesagt, die beiden Aldrich Beasts, so ähnlich heißen die. Ne, Sullivan's Beasts, diese beiden Krokodilmonster im Keller, gelten als top schwierige Bosse in diesem Spiel und leider auch hier die Tänzerin aus dem Wintertal. Und dazu kommt noch meine erbärmliche Framerate. Das wird ein bisschen mühsam werden. Oh boy. Das ist echt eine Framerate von rein visuell. Irgendwie 2 pro Sekunde teilweise. Standbilder. Ja, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das ist doch... Oh Mann. Das ist wie so ein Albtraum. Man wankt in Zeitlupe.
Und dann ist man tot. Shit. Okay, ich habe jetzt immerhin entdeckt, dass die Spezialfähigkeit dieses Krummschwertes, diese dreifache Rotation, das fügt ja wenigstens mal merklich Schaden zu. Na, was? Das ist doch alles ein Timing-Irrsinn. Das ist doch alles nicht wahr. Oh. Okay, jetzt kann ich natürlich noch eine Sache probieren. Ich kann mich embern. Dann habe ich ein bisschen mehr Health. Na, aber... Gott, ich habe zwei verschiedene Pine Resins aktiv, deswegen bin ich verwirrt, wo die Estus Flasche ist. Das ist natürlich aber auch schlau von mir. Das glaube ich nicht. Nee, also. Nee, nee, nee. Jetzt mal einen Versuch. Das macht jetzt bei diesen Clowns hier über 500 Schaden. Wenn das beim Tänzer auch so, oder der Tänzerin auch so wäre, kämen wir vielleicht auf einen grünen Zweig. Na, das glaube ich nicht. Wie soll man das denn vermeiden? Das ist doch alles nicht wahr. Also, das ist... Wahnsinn. Also, wie gesagt, er gilt ja als schwerster, sie gilt als eine der schwersten Bosskämpfe im Spiel, aber das ist, macht keinen Spaß. Plus auf den Scheiß, das ist insofern natürlich dann wieder fürs stoische Thema ganz nett, weil auch mit solchen Situationen muss man ja umgehen können. Das ist ja nicht so, dass alle Rückschläge im Leben anliegen, dass man selber sich nicht mit bemüht hat. Das wäre schön, wenn das so wäre. Sondern manchmal ist halt einfach... manchmal ist halt einfach Bullshit. Ach, komm! Wo stecke ich denn jetzt wieder? Was soll denn das? Wahnsinn.
Und da war der erste wieder alle. Nicht mal auf ein Drittel habe ich ihn runtergekriegt. Sie. Ich bin genervt. Liegt natürlich auch daran, dass es hier 35 Grad hat. Wie man ja auch an meiner fiebrigen Anmutung hier erwarten kann. Ja. Das war unnötig. Das gibt's doch nicht. Was ist denn? Ich kann nichts machen. Ist das ein Albtraum? Wo sind denn... Oh, das glaube ich nicht. Jetzt nimm mir auch noch meine Seelen weg. Oh, for fuck's sake. Das war knapp. Hör auf mit der Scheiße. Lass mich hier heilen. Ein Mid-Violence Beverage. Ja, das glaube ich nicht. Nicht die Nerven verlieren. Nein! Nein! Ah, ist das ein Elend. Ich mag nicht mehr. Ich muss gestehen, dass ich besser werde. Was ja wahrscheinlich bedeutet, dass ich vorher schlechter war. Schließlich mein Sherlock-artig messerscharf. Framerate ist schon ein Wahnsinn. Unterirdisch schlecht. Ich weiß gar nicht, wen ich dann besiegt habe, falls ich das jemals hier zu Ende kriege. Die Technik oder denn die Tänzerin? Yippie-i-hey. Keine Kontrolle über die Kamera, keine Kontrolle über das Timing. Keine gute Idee, die Attacke zu machen. Was ist denn das mit diesem aus der Luft fangen? Das ist nicht fair. Es wird reines Glück sein, wenn ich das schaffe. Reines Glück. Ah, kann ich mal eine von diesen Zusammenschnitten machen, wo ich viel sterbe. Das ist vielleicht ganz interessant. Dann kann ich ja vielleicht doch noch was thematisch auch unterbringen. Sterben. Es ist ja eh in diesem Spiel das Untotsein und das Sterben Thema für den Menschen
als Individuum ist der Tod ja nicht wie in diesem. Also, Moment, ich muss das anders aufziehen, weil so wie ich das gerade machen wollte, ist es total banal. Die Mechanik in dem Spiel ist ja drauf ausgelegt, Aufgaben, die man wiederholt versuchen kann, durch Versuch und Irrtum zu lösen. Und es ist die Metapher dafür ist der Tod. Aber der Tod hat ja nun mal die Eigenschaft, dass er genau nicht diese Versuchs- und Irrtumslogik benutzt, sondern ein einmaliges Ereignis ist. Und das führt zu der interessanten Spannung, dass man in diesen Spielen immer wieder sterben kann. Und zwar sterben im Rahmen der virtuellen Welt, ja tatsächlich als Tod. Und dann aber in der Welt Gesetze gelten, wodurch dieses Sterben nicht unumkehrbar und eben nicht einmalig ist. Das kann man jetzt vergleichen mit religiösen Logiken, in denen das ja auch so ist. Also wenn ich sage, dass in der realen Welt das Sterben eine einmalige und endgültige Sache ist, dann rede ich als ich weiß nicht, welches Label ich mir jetzt aufkleben muss, aber auf jeden Fall nicht an die Transzendenz und das Leben nach dem Tod glaubender. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt Atheist, was auch immer der relevante Aspekt meiner Überzeugung ist, der mich nicht an die Weghaftigkeit des Todes glauben lässt, sondern im Tod einen Punkt sieht, an dem der Weg endet. Und trotzdem ist ja in diesem Spiel der Tod eher ein Prozess, noch nicht mal ein Weg, sondern nur ein Spielelement zu sterben. Und sogar ein Handlungselement. Also es ist nicht nur ein zufällig in dieser Welt existierender Mechanismus, dass man stirbt, sondern es ist ja ein wesentlicher Teil der ganzen Spiellogik. Sowohl als Spiel, weil dieses Sterben ja, wie gesagt, die immer neuen Versuche sind, als auch innerhalb der Spielwelt, weil das ja ein Plot-Element ist, dass man dieser wiederauferstehende Untote ist. Und nicht einfach irgendein Plot-Element, sondern eins der zentralen. Diese ganze Geschichte mit dem Feuer. Das kann man wahrscheinlich auch lesen als die Frage, wie man dem real existierenden Tod gegenübersteht. Tod, wo ist dein Stachel, ist eine Frage, die man in diesem Spiel nicht stellen muss. Der Stachel des Todes befindet sich da oben in dieser Kirche. Beziehungsweise die beiden Arschgeigen hier tragen ihn mit sich rum.
Das gibt's doch nicht. Dieser Scheiße kann man nicht ausweichen. Tod, wo ist dein Stachel? Denn alles Fleisches ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen. Des Grases Blumen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Lalala. Zing dumm, zing dot. Es ist ein bisschen seltsam, dass das einer der schwersten Bosse im Spiel ist. Eine der schwersten Bossinnen im Spiel ist. Und es trotzdem keine Hilfe gibt. Man würde ja denken, und da würde es sich anbieten, Hilfesignale zu hinterlassen. Aber nein. Da muss man alleine schaffen. Boah. Ich hab den Angriffsbutton gedrückt und es ist nichts passiert. Ich weiß, das ist nicht. Starken Ahnung, dass das hier gerade der schwerste Boss im Spiel unter zusätzlich erschwerten Bedingungen ist. Was sind denn das für Triple- und Quadruple-Attacken schon wieder? Also es ist natürlich wahrscheinlich wie immer mit diesen Dark Souls-Bossen, dass man erst dann eine Chance hat, wenn man diese Angriffsmuster ein bisschen intus hat. Weiß, wann man angreifen kann und wann man besser wegbleibt. Das gibt's doch nicht! Alarm alles. Holy shit. Diese Framerate ist ein Witz. Und sie wechselt auch noch. Also. Motherfucker, echt. Not amused.
das gibt's doch nicht. Das ist so inkonsistent alles. Zum Kotzen. Also ich will nicht ausschließen, dass das daran liegt, dass ich meine Stamina nicht gut manage. Und dass deswegen manchmal Sachen klappen, die dann in der nächsten Runde wieder gar nicht funktionieren. Aber ich habe da eigentlich schon ein Auge drauf, dass die Bar wenigstens nicht ganz leer wird. Not fun. Bei diesen Temperaturen doppelt und dreifach not fun. Fuck off! So gut. Was war das denn für ein Bullshit? Noch nie, glaube ich. Jetzt nur die Nerven behalten. Ja, und genau das nicht machen. Scheiße. Oh fuck, nein! Don't you dare!
die, you asshole. Oh. Jesus Christ. Okay. Das war unerfreulich. Sag ich mal. Das machen, man kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, dass wir das mal gemacht haben, aber genau, so hat es angefangen. Wir haben versucht, diese Schale dahin zu stellen und dann kam der Arsch. Die Tänzerin. Huch, die Statue blutet. Die Statue blutet in die Schale rein. What does it mean? Meine Lieblingsmission in dieser Spiel. Aber whatever. Wenn man eine Schale dahin stellt, dann kommt da Blut raus und die Statue rollt auf Möbel. Hund heißt das, glaube ich. Diese Möbeldinger. Davon. So, 84.000 Seelen. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier einen Bonfire haben. Also ist es. Nee, so ist es nicht. Es ist kein Bonfire, ist eine Nachricht. Oder haben wir da unten jetzt einen Bonfire? Ist das da ein Bonfire? Nein! Oh, politisch. Meine Nerven. Da ist es. Okay. Uff, gut. Weil zum Abschluss es ist mal Zeit nachzugucken, was zu Hause eigentlich los ist. Was ich ja nicht geschafft habe, ist den Onion Knight zu finden. Hab ich jetzt auch nicht gegoogelt, wo der sich aufhalten müsste. Das können wir in der nächsten Folge machen. Und Lothric Castle erkunden, was hoffentlich jetzt nicht wieder so ein Anrennen gegen die Wände erfordert. Dann wollen wir es für heute wieder gut sein lassen. Dancer ist besiegt. Als nächstes kommt Lothric Castle. Und vielleicht finden wir auch noch den Onion Knight. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.